Das charttechnische Ziel der Rallye in den USA bei den großen Indizes wie etwa dem S&P 500 und dem Nasdaq ist erreicht und Bullen sollten jetzt besser vorsichtig werden, denn eine Korrektur dieser immensen Rallye wird jetzt immer wahrscheinlicher, vor allem wenn wir mal unter die Oberfläche schauen der Märkte, denn da zeigt sich, im Grunde haben die Märkte gestern begonnen, eine Rezession einzupreisen und das Ganze wurde kaschiert durch den weiteren Siegeslauf von großen Tech-Werten, die die Indizes natürlich wieder nach oben getrieben haben, vor allem den Nasdaq nach oben getrieben haben. Aber schauen wir uns das Setup mal an, warum die Bullen vielleicht gut daran täten, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen nach dieser starken Rallye. Hier sehen wir mal den S&P 500, der ziemlich genau jetzt an das Hoch, das wir 12. Oktober, glaube ich, war es, erreicht hatten, rangelaufen ist. Rechts sehen wir den S&P 500, stark überkauft im 4-Stunden-Chart, also auf 240-Minuten-Basis. Schwierig, wenn man so wichtige Widerstände vor der Nase hat, aus einem so überkauften Zustand heraus dann nochmal was draufzusetzen. Dazu brauche ich irgendwie einen Grund. Hier sehen wir den Nasdaq, der ganz ähnlich aussieht, noch ein bisschen stärker aussieht im kurzen Zeitfenster als der S&P 500. Ziemlich genau dahin gelaufen, wo wir gewesen sind, um und bei Mitte Oktober, ein Ticken früher. Wir sehen oben eine negative Divergenz im S&P 500. Wir haben jetzt einen 2,5 Sigma-Move gesehen, also etwa gut 2,5 Standardabweichungen einer normalen Bewegung hatten wir zuletzt in Corona. Ich glaube, das war auch November 2020, als damals der Impfstoff entdeckt wurde. Die Märkte, hurra, sind damals ja durch die Decke geschossen. Also wir haben fast die Ausmaße die einer Rallye wie im November 2020. Wir haben jetzt 8 Handelstage in Folge einen positiven Nasdaq gesehen. Das hat es auch nur zweimal gegeben seit Anfang 2020. Und wir sehen S&P leicht im Plus, Dow Jones, aber eben der Nasdaq mit 0,93 respektive 0,9% mit Abstand der stärkste Index, während die Small Caps wieder mal verloren haben, nicht dramatisch, aber minus 0,36%, die waren schon am Montag negativ. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Rallye getrieben hat. Natürlich Consumer Discretionary, also sowas wie Amazon. Wir sehen, oder Tesla, wobei die gestern gar nicht so stark waren, glaube ich. Technology war stark, aber wenn wir unten gucken, dann sind es Materials und Energy. Also alles, was mit Konjunktursensität zu tun hat, denn klar, Öl gestern ziemlich abgerauscht, Nachfrage, Sorgen, Materials, also alles, was mit Materialien zu tun hat. Mit anderen Worten, hier ging es bei Materials fast 2% nach unten und das spricht jetzt nicht unbedingt für Konjunkturoptimismus. Also diese Rallye ist jetzt nicht gekommen, weil die Leute sagen, wow, die Wirtschaft wird sich erholen, sondern weil man sagt, naja, die Fed ist jetzt fertig mit den Zinsen. Man hat eine sehr einseitige Interpretation der Aussagen von Jerome Powell vom letzten Mittwoch hier angelegt und heute kommt der gute Mann da noch mal zu Wort, dazu gleich mehr. Wir sehen Junk Bonds, die hier jetzt gefallen sind, während der S&P 500 gestiegen ist. Und gucken Sie mal hier diese blauen Linien an. Da hatten wir schon steigende Junk Bonds, während der S&P 500 noch gefallen ist. Das war eine positive Divergenz, die diese Rallye angekündigt hat. Und die fallenden Junk Bonds, während der S&P steigt, kündigen wahrscheinlich jetzt eine Korrektur dieser Rallye an. Hier sehen wir das nochmal ziemlich gut. Der S&P 500 auf dem Weg nach unten, der Junk Bond Markt auf dem Weg nach oben. Und das ist ja der sensitivste, gerade für Rezessionen, für Risiko. Wer da Geld investiert, ist in der Regel ein Profi-Investor und muss Risiken gut einschätzen können. Wir sehen also, dass diese Junk Bond Rally nicht wirklich weitergelaufen ist, während die Aktien Rally eben weitergelaufen ist. Wir sehen bei Transports, ja, wir haben eine Erholung, aber wir sind deutlich unter den Hochs aus dem Oktober, während eben hier der Dow Jones die Hochs aus dem Oktober versucht hat, jetzt zu überbieten. Also auch hier eine negative Divergenz. Sind alles so kleine Puzzleteile. Heißt nicht, dass es jetzt sofort und unmittelbar nach unten geht, aber dass die Luft immer dünner wird und das Rückschlagrisiko immer größer wird für die Aktienmärkte. Hier sehen wir mal Small Caps.
zwei Tage jetzt in Folge gefallen. Der Abstand zwischen dem Russell 2000, also diesem Index, in dem vor allem Regionalbanken stark vertreten sind, und dem Nasdaq ist jetzt so groß wie never ever before. Wir sehen Value to Growth jetzt auf Tiefpunkten, die eine Unterstützung darstellen. Also das deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass der Tech-Bereich vielleicht heute mal ein bisschen zurückstecken könnte, sagen wir es mal so. Wir haben zwei Aktien, die gestern wieder getrieben haben. Apple, Microsoft. Microsoft ja praktisch auf Allzeithoch, und Apple steigt, obwohl wirklich die Perspektiven sehr, sehr mausen. Ein Unternehmen, das im Grunde stagniert bis leicht schrumpft, was seine Umsätze betrifft. Da kann man ja den Servicebereich ausbauen. Am Ende knallt die Peitsche, was unterm Strich ist interessiert. Und hier sinken die Umsätze seit 4 Quartalen. Und es wird sich wohl nicht ändern, wie Apple gesagt hat. Also während hier der Kurs steigt, wird die Aktie immer teurer. Microsoft hat wirklich überzeugt mit den Zahlen, aber insgesamt jetzt 14,4%, nur zwei Aktien an Marktgewichtung im S&P 500. Und der Diego Fastnacht stellt die Frage, ist das zu teuer? Wird das beständig sein? Die große Frage, die Historie sagt nein. Die Zukunft kennen wir alle nicht, aber im Verhältnis zum S&P 500 sind Technologieaktien zurzeit so teuer wie noch nie zuvor. Das kann kurzfristig so bleiben, das kann bis zu mittelfristig so bleiben, langfristig wird es wahrscheinlich nicht so bleiben. Hier sehen wir mal auch das, was hier Besorgnis erregt, finde ich, bei dieser Rallye, was nicht mehr stimmt. Wir sehen den Equal Weight Index S&P, also da, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, und unten sehen wir den S&P, der weiter gestiegen ist, während wir rückläufige Kurse beim S&P Equal Weight sehen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, diese Rallye, die geht eigentlich an der globalen Zentralbank Liquidität vorbei. Die hat sich nicht verbessert. Wir werden Ende der Woche jetzt oder morgen schon die neue fette Bilanzsumme bekommen. Hier bullisch wird angemerkt, dass in den letzten 40 Jahren der S&P nur zweimal eine 7-Tage-Rallye absolviert hat, nachdem er ein 100-Tages-Tief erreicht hat. Das erste Mal war 2003 am 20. März. Das war das Ende des Bärenmarktes. Und jetzt sagt man, ist das wieder passiert? Ist das das Ende des Bärenmarktes? Fragezeichen. Wir werden sehen. Jedenfalls sehen wir, dass vor allem das Dealer-Gamma sehr, sehr positiv geworden ist. Mit anderen Worten, die Market Maker, die vorher extrem short waren, sich auf der Short-Seite abgesichert hatten, sind jetzt extrem long positioniert, sind also mit vielen Long-Positionen am Start. Damit stabilisieren sich normalerweise Märkte. Also es werden Rallyes verkauft und Dips gekauft. Das ist so das Muster, das man gerne sieht, wenn das Dealer-Gamma positiv ist. Der Optionsbereich wird ja immer wichtiger. Jerome Powell hat am Mittwoch gesprochen und die Märkte haben das interpretiert, wie sie es hören wollten. Jetzt wird der Jerome um 15.15 Uhr deutscher Zeit bei der Division of Research and Statistics Centennial Conference in Washington sprechen. Da dürfte er was zur Wirtschaft sagen, und wir haben jetzt verschiedene Versuche gehabt, die Interpretation der Märkte wieder einzufangen durch Kashkari, selbst Goolsbee. Wir haben Logan etwa, wir haben Bowman, die gesagt haben, ich glaube, oder Bowman zum Beispiel, die extrem hawkisch ist, die gesagt hat, also ich glaube, wir müssen die Zinsen weiter anheben. Also man versucht, und alle haben im Grunde betont, ja, Fokus auf Inflation, die müssen wir wirklich auf 2% runterkriegen. Man hat also versucht, hier diese Interpretation der Märkte ein bisschen zu konterkarieren. Ist nicht gelungen, da muss schon der Big Dog, da muss dann Jerome Powell wohl persönlich rhetorisch sich äußern. Mal sehen, ob er es heute tun wird, ob überhaupt was zur Geldpolitik gesagt wird, ist noch nicht sicher. Wir sehen heute, das ist das erste wichtige Ereignis der Jerome Powell, 15.15 Uhr, und dann 19 Uhr. Auktion 10-jähriger US-Staatsanleihen, ich glaube 40 Milliarden Dollar, ziemlich dickes Volumen. Gestern haben wir eine ziemlich ordentliche 3-jährige US-Auktion gesehen. Die Investoren kaufen lieber gerne kürzer laufende Anleihen als länger laufende Anleihen. Deswegen wird das sehr wichtig, heute die 10-jährige Anleiheemission für die Renditen. Und die Renditen sind ja wiederum wichtig für die Aktienmärkte, wie wir wissen. Und ein wichtiger Punkt auch, wir haben jetzt einen herben Abverkauf bei Öl gesehen. Wir sehen aber auch, dass Kupfer im Grunde komplett im Abwärtstrend ist. Also all das passt zu diesem Rezessionsmotiv.
das wir gesehen haben. Und wenn die Fed jetzt in der Tat das letzte Mal die Zinsen angehoben hat, dann ist das in der Regel bullish, wenn also keine weitere Zinsanhebung mehr kommt, es sei denn, es kommt dann eine Rezession. Und die wird aus meiner Sicht immer wahrscheinlicher. Wir haben ja gesehen, dass die Arbeitslosenquote deutlich ansteigt auf 3,9%. Jedes Mal, wenn der 24- oder der 2-Jahres-Durchschnitt gebrochen wird, kam eine Rezession. Das ist jetzt passiert. Wir haben ja einen sehr schnellen Anstieg von 3,4 auf 3,9% gesehen bei der US-Arbeitslosenquote. Wir sehen, wie die Kreditkartenausfälle deutlich zunehmen, vor allem für jüngere Leute, Millennials und Generation Z. Also die Jungen, vor allem die 18- bis 25-Jährigen oder die 30- bis 39-Jährigen, da, die also noch nicht so viel Polster sich haben anfressen können, sozusagen finanzielles Polster sich haben anfressen können im Laufe ihres Lebens, die geraten jetzt schon ins Schlingern. Das sind sozusagen die schwächeren Glieder der Konsumkette. Die Älteren, die haben mehr Speck noch auf den Rippen, mehr Sparvolumen in der Regel, können sich das leisten. Aber wir sehen das eben, ich hatte solche Grafiken schon gezeigt, dass die Unternehmen eigentlich relativ klare Signale geben, wie stark die Nachfrage inzwischen nachlässt. Und dann hilft es eben nicht, sich zu fokussieren und zu freuen und zu sagen, hurra, die Fed könnte fertig sein mit der Anhebung der Zinsen. Das Entscheidende ist, werden die Unternehmen Geld verdienen? Wird das noch möglich sein? In welchem Umfang wird das möglich sein? Und einer der großen Achillesfersen ist eben der Bürogebäudekomplex. Hier wie auch vor allem in den Vereinigten Staaten, jetzt nach der Pleite von WeWork. Da sind ungefähr 70 Verträge erstmal gekündigt worden von WeWork. Das heißt, hier sind 40 Gebäude, stehen jetzt komplett leer, Bürogebäude. Das ist eine Menge Holz. Das dürfte einen weiteren Rutsch auf dem Markt für Büroimmobilien auslösen. Das ist das schwächste Glied in der Kette. Seit Corona gehen ja immer weniger Leute oder tendenziell weniger Leute ins Büro. Dadurch Leerstände, dadurch versuchen die Firmen, ihre Bürofläche zu verkleinern. Dadurch wird die Nachfrage verringert, dadurch entsteht das Problem, dass die Besitzer dieser Bürogebäude in Schieflage kommen, weil ihr Bürogebäude weniger wert wird, wenn es weniger gemietet ist, wenn ich also weniger Einnahmen habe. Das wiederum schwächt oder senkt die Sicherheit, die sie bei der Bank für ihre Kredite hinterlegen können. Das ist ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Probleme hat auch Joe Biden. Hier eine Umfrage von die gebracht wird von CNN, die ja nicht verdächtig sind, jetzt extrem anti-Biden zu sein. Hier sagt man, oder hier sieht man eine Umfrage auf die Frage, ist Biden ausdauernd und scharf genug sozusagen, um wirklich effektiv als Präsident zu arbeiten? Da sagen 74% der Amerikaner nein, nur 25% sagen ja. Und jetzt ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr vor der Wahl in den USA, ist die Approval Rate, also praktisch die Zustimmungsquote, bei 39%. Noch schlechter als Trump sie hatte 2019, der ja dann auch abgewählt wurde. Natürlich nicht abgewählt wurde, Donald Geld, du hast noch jede Wahl gewonnen in deinem Leben. So natürlich auch die letzte, weil ein Trump kann eine Wahl gar nicht verlieren, nicht wahr, aber jedenfalls, das signalisiert, dass Biden wohl keine Chance hat. Entweder die Demokraten zaubern jemand aus dem Hut oder wir bekommen den Donaldo wieder, hurra! Jetzt kurzer Blick noch auf den Israel-Hamas-Krieg. Jetzt ist die israelische Armee wohl direkt schon im Zentrum von Gaza und ist da an Operationen beteiligt oder versucht jetzt vor allem die Tunnelgeschichte da in den Griff zu kriegen. Die Saudis haben gesagt, oh, wir wollen weiter mit den Israelis über eine Normalisierung sprechen. Also die Saudis werden es nicht sein, die sich in diesen Krieg reinziehen lassen. Die haben viel zu viele Interessen, Katar auch nicht. Die werden zwar die Hamas weiter schön finanzieren. Frage ist jetzt, was macht Hezbollah? Am Samstag eine Rede von Nasrallah. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, drei Hinweise. Goldpreis fällt, Blick auf zwei Gründe. Ich denke, auch Gold ist rückschlaggefährdet. Könnte den Weg gehen, den Öl ein bisschen vorgezeichnet hat, aus eben verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, dass ich erwarte, dass wir ein Stück weit einen Rückbau dieser extrem dorwischen Interpretation von Jerome Powell sehen werden. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, Insolvenzen steigen um 44%. Der Abschwung kommt nun auch in den Montagehallen an, so titelte die Welt.
Die Auftragsbestände schwinden jetzt bei immer mehr Firmen und danach kommt nichts mehr. Das heißt, die fallen dann tendenziell in ein Loch. Deswegen dürften die Insolvenzen deutlich ansteigen. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Vorsicht, Bullen, noch kein Ende der Konsolidierung. Wir sehen, der DAX ist schön in seinem Abwärtstrendkanal geblieben, trotz dieser Rallye. Und da ist, glaube ich, ja noch gut 10% von seinem Allzeithoch entfernt. Weniger als die US-Indizes. Also für den DAX könnte es schwierig werden. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie hier drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.